Hallo ihr Lieben, ich bin Simona Pahl und Schauspielerin und Sprecherin aus Hamburg und unter anderem auch Synchronsprecherin. Und ihr kennt meine Stimme vielleicht aus der Silbertrilogie von Kerstin Gier, dem Hörbuch bei den drei Hörbüchern. Oder ihr kennt mich als Penny in Feuerwehrmann Sam oder als Tante Gail in Bob's Burger. Und unter anderem durfte ich auch dem kleinen Marshall meine Stimme leihen aus Paw Patrol. Und Marshall, der möchte euch jetzt ein Gedicht vorlesen zu Weihnachten. Der Winter bringt so vieles. Die Mütze voll mit Schnee und Eis. Die ganze Welt ist weiß. Ich bringe Weihnacht bald und schöne Tannen aus dem Wald. Ich behänge sie dir mit Kerzen und mit feinen Butterkeksen. Ich bringe Silvester, Halsweh und Schnupfen. Und am Fenster sternig schöne Tupfen. Ich komme gebraust aus Nord und West und Ost. Ich bin der Winter und ich heiße Frost. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, eine tolle Weihnachtszeit. Und bis bald. Leiter ausfahren und los! Ciao. So. Es war ein regnerischer Tag, als Patrick in den Wald ging, um frische Luft zu schnappen. Oh, Mann, ey. Ich habe gar keine Lust mehr zu arbeiten. Die Pause, die wird mir bestimmt gut tun. Oh, hallo. Wer bist du denn? Ja, was? Wer? Wer hat das gesagt? Hallo? Hier unten, du Doofkopf. Oh, guck mal einer an. Ein kleines Wesen. Hallo, du kleines Wesen. Hey, ich bin kein kleines Wesen. Ich bin Bob. Bob, der Witze-Kobold. Oh, du heißt Bob und bist ein Kobold? Ja. Das tut mir leid. Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Aber ich komme einfach nicht drauf. Ach, ist doch egal. Komm, wir gehen jetzt. Aber wohin? Ich habe Pause und will was essen. Ich habe Hunger. Ja, gleich. Aber erstmal muss ich dir was zeigen. Na komm schon. Immer langsam. Ein Bein nach dem anderen. Links und rechts und links und rechts und links und rechts. So, hier. Das ist der Stein der Witze. Ja, mit Steinen kenne ich mich aus. Warum auch immer. Ja, also wenn du diesen Stein in die Hand nimmst und fest drückst, dann erzählt er dir einen Witz. Aha. Okay. Und warum kommt jetzt nichts? Das muss ein technischer Defekt sein. Na gut, dann erzähle ich halt einen. Also, geht ein buckliger Mann in eine Bäckerei und sagt, ich kriege ein Brot. Darauf sagt der Bäcker, schlucken Sie doch erstmal das andere runter. Ja, okay, der war nicht schlecht. Naja, also noch einen. Pass auf. Kennst du den? Alle Kinder springen über den Krater, außer Peter. Dem fehlt ein Meter. Oh mein Gott, ja, den kannte ich schon. Der ist nicht witzig. Na gut, also, kennst du denn einen guten? Lass mich kurz überlegen. Nein. Okay, hier ein ganz kurzer. Kommt ein Cowboy zum Friseur. Pony weg. Verstehe ich nicht. Naja, weil es ein Cowboy ist und er hat ein Pony und ach egal. Noch einen.
Wein, bitte. Was ist orange und wandert? Eine Mandarine. Okay, jetzt ich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hallo. Was? Du wolltest einen Witz erzählen. Ja, vergessen. Sorry. Okay, dann erzähle ich noch einen letzten. Was ist der Unterschied zwischen einem Teppich und einem Bäcker? Der Bäcker muss morgens um 3 Uhr aufstehen. Und der Teppich kann liegen bleiben. Du bist so witzig, Kobold-Witze. Witze, Kobold. Hab ich doch gesagt. Naja, egal. Wo kann man denn mehr solche Witze hören? Naja, auf dem YouTube-Kanal von Santiago Ziesma. Und da kommen regelmäßig auch Hörspiele. Und bald auch der Teil von dem Witze-Kobold. Oh, juhu, ich freue mich schon. Okay, danke schön, tschüss. Wiedersehen.